So, hi Leute. Heute gibt's mal ein kleines Let's Play zu Smite. Einmal kurz das Audio hier ein bisschen runterschrauben. So. Und zwar sind wir hier im Duellmodus, das heißt 3 gegen 3. Ich spiele Bellona, eine Kriegerin. Soll laut Beschreibung relativ viel Verteidigung haben. Jetzt habe ich das Relikt vergessen. Wir holen uns auf jeden Fall mal den Sprint mit rein. Jo, gucken wir mal, was geht. Helfen wir erstmal unserem Kollegen hier bei dem Mana Camp gleich. So, hätten wir das auch. Jetzt wollen wir auf die Lane gehen. Als Gegner haben wir Thor, Nave und Ratatoskr. Gucken wir mal, was geht. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen probieren, die Rolle des Tanks einzunehmen. So, jetzt werde ich hier mal raus müssen. Sehr schön, First Blood haben wir auch gekriegt. Können Sie mich rauslassen? Ja, super. Können wir uns gleich mal die Schuhe komplett holen. Und als erstes Item werden wir Berufstarnisch, der Tapfer geht. Wie gesagt, ich werde das alles ein bisschen tanky machen. Gut, wir haben zwar das First Blood gekriegt, dafür haben die jetzt unsere anderen beiden geholt. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Gucken. Dass ich ein bisschen Glück habe. Nee. So, hier die Creeps. Okay, der Thor hat seine Ulti gerade schon mal rausgehauen. Seine Ulti? Ist der schon so? Ja. Gerade Level 5 geworden. Weggehen. Können wir uns nächstes Stück von der Brust hier holen. So, unser Hund Batz holt sich jetzt den Red. Ein Tor wieder. So, da haben wir den schon mal weg. Das ist, wenn man ein bisschen zu greedy ist hier. Dann haben wir den auch. Eigentlich will ich die ganzen Kills gar nicht haben. Eigentlich wollte ich ja so ein bisschen auf Tank machen. Sehr schön. Also momentan läuft es ganz gut, aber wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Soll sich nicht zu früh freuen. Mit der Peitsche können wir uns halt hier wieder hochheilen. Auch ganz gut eigentlich. Ja, mal gucken, dass man hier ein bisschen ausweicht. So geht das. So, jetzt werde ich aber nochmal weg. Die Lane ist ganz gut gepusht. Ah, okay. Ja, der Ratatoskr ist ein bisschen greedy, finde ich. Dann muss jeder selber wissen. Ja, die Creeps möchte ich auch ungern hier so stehen lassen. Ja, die spielen alle hier sehr offensiv. Ich werde jetzt trotzdem mal weg.
Damit wir hier unsere Brust zusammenholen können. Und dann holen wir uns Jotuns auf jeden Fall. Einfach zur Abklingzeitreduzierung und ein bisschen den Schaden zu erhöhen. So, Vater Toskre. Ja, okay, das hat er kommen sehen. Das Schöne ist, was ich finde an Bellona, die Ulti hat halt doch einen relativ kurzen Cooldown, also von knapp einer Minute. Da gibt es auf jeden Fall höhere. Wenn wir mit Lane hier ein bisschen pushen. Also Toskre hat sich einen Red geholt. Haben wir jetzt ein bisschen gepennt. So, dafür wird der Feuer. Oh, wenn ich den nicht fällt. Okay, sehr schön. Das ist nicht schön. Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Also das habe ich jetzt gerade völlig vermasselt. Den hätten wir auf jeden Fall gehabt. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall nochmal B, weil ich oben bin. Das heißt, ich habe kein Mana mehr, kann keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Ist auf jeden Fall suboptimal. So, aber wir können uns auf jeden Fall Jotuns schon mal komplett holen. Und werden uns danach noch den Löwen holen hier. Der sagt, 20% aller Grundangriffe wird halt zurückgeschleudert vom Schaden. Finde ich gerade gegen Ratatoska und Thor. Macht das doch Sinn. So, jetzt werden wir uns die hier mal holen. Nein, also jetzt habe ich gerade alles mögliche an Ultis hier abgekriegt. Es gibt Ulti von Nave und von Ratatoskre. Das war, ja, nicht gut genug aufgepasst. Also starker Anfang auf jeden Fall. Jetzt sieht das langsam schwer aus. Und wir müssen auch gucken, dass wir das Spiel irgendwie relativ schnell machen. Denn Ratatoskre, wenn der seit den Items komplett hat, ist der eigentlich nicht wirklich aufhaltbar für mich, glaube ich. Wenn wir jetzt hier mal den Blue... Nee. Ja, er wird auf jeden Fall gut gefeedet hier gerade. Mal gucken, ob wir den hier irgendwie... So, halt den Stun zwar noch kassiert, aber er kriegt mich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, läuft gerade nicht so optimal. A fine bit of protection. Ich finde halt, mein Team hier ist auf jeden Fall greedy, also entschuldigt Jungs, falls ihr das Video sehen solltet, aber das ist nicht unbedingt so rosig, was ihr hier macht. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen pushen. Ja, ist
Der für einen Schaden macht das auch nicht normal. Okay. Titan Bane auf jeden Fall dabei, den will ich mir dann auch noch holen. Jetzt muss ich mich erstmal beeilen hier, dass die unseren Turm nicht umhauen. Ich will mal gucken, ob wir den Blue jetzt kriegen, wenn er beim Red ist, mein Teamkollege. Ja, Bellona ist doch sehr mana-lastig, finde ich persönlich. Werde ich mal was probieren. Wohin? Da hinten. Ja, leider nicht erwischt. Ja, das ist jetzt auch nicht schön, überhaupt nicht. Das ist, wenn man hier natürlich alles irgendwie versammelt, was man versammeln kann, ist das auch so eine Sache. Na, jetzt hat er den Red wieder. Probiert er mir noch hinterher zu jumpen hier. Lässt sich vom Turm hier noch fast holen. Ja. Das passiert, wenn man dann zu greedy wird. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall unseren Titan-Bane hier komplett holen. Schön ist ja auch, dass Ratatoska jetzt 20% seines Schadens halt einfach mal zurückgeworfen kriegt von seinen Grundangriffen. Und er sich an mir praktisch dann selber so ein bisschen down macht. Wenn wir unserem Kollegen helfen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hier, dann gehen wir ein bisschen schneller drauf. So, jetzt können wir uns hier gleich einen Titan holen. So, jetzt müssen wir mal was draus machen. Jetzt fängt es hier gerade ein bisschen an zu lenken, warum auch immer. Mal gucken, dass wir hier am Tower mal ein bisschen was machen können. Ja, der Tor da hinten wird ein bisschen wild gerade. Ja, ich werde jetzt sterben. Aber den nehme ich noch mit. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt muss ich nur mal überlegen, was holen wir uns noch? Nee, nee, nee. Wir können den Frosthammer macht natürlich Sinn, einfach um den nochmal zu verlangsamen und ein bisschen tankiger zu werden. Wir kriegen nochmal 300 Leben dazu und halt durch die Grundangriffe verlangsamen wir unseren Gegner. Das können wir noch gleich komplett holen. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall mal noch das Blinzeln dazu. Das ist nochmal so ein kleiner Teleport sozusagen, dass wir uns da so hinter den Gegner ein bisschen porten können. Wir müssen jetzt nochmal zusehen, dass wir hier die Lane gepusht kriegen, damit da auch mal ein bisschen was rauskommt. Das bringt ja aber gar nichts, Tor.
So, jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, den Tower und alles wegzupushen. Also das lief jetzt richtig gut. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier reißen können. Die Nave ist auch wieder da. Muss man hier so ein bisschen hochheilen. So, das war auch knapp. Mal gucken, vielleicht kriegen wir gleich noch den Red. Ich hoffe jetzt nur, dass unser Batz dann vorne nicht stirbt. So, die Tankroller habe ich ja irgendwie nicht so richtig übernommen. Irgendwie bin ich ja hier so ein bisschen AD Carry geworden von den Kills her. Aber so ist das halt manchmal. Ich werde mir jetzt erstmal den Red hier holen. Muss doch nicht sein. So lege ich mich dann alleine mit dem an. Na komm. So. Denke mal, der wird jetzt auch hier gleich kommen. Wir werden jetzt mal die Lane pushen hier. Mal gucken, dass wir hier dranbleiben auf jeden Fall mit der Lane. So, das war jetzt eigentlich nur als Escape gedacht. Dass wir hier mal rauskommen. Ach ja. So. Stopp hier. A soldier should be prepared. Der Trank ist eigentlich ganz nice, kostet halt 3000 Gold, also ist ja teuer, lohnt sich halt wirklich nur, wenn man voll equipped seid, macht aber 25% mehr magisch und normalen physischen Schaden erhöht das, an dem was wir haben, halt 25%. Jetzt kommen wir halt langsam ins Endgame rein und das ist halt das, was gefährlich wird. Jetzt pingen wir mal hier hinten, nicht. Nee. Your middle Phoenix is under attack. An enemy has been slain. Roma Invicta! I shall agree. Okay, das ist jetzt. Oh, okay. Jetzt müssen wir halt auch mal gucken, dass wir hier irgendwie wegkommen. Hm, okay. Kam jetzt nicht hinter mir her. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Gucken, ob wir hier den Red noch nehmen können. Ja, jetzt ist einer von uns auch noch raus. Ja, es läuft gerade richtig gut wieder. Mal gucken, vielleicht können wir hier noch irgendwas austauschen. Ich weiß nicht, ob ich den Frosthammer jetzt wirklich behalten soll.
Ich würde mir hier mal noch Heiltränke holen, auf jeden Fall. Jetzt wird es halt kritisch, auch mit einem weniger. Also das ist natürlich jetzt echt... verstehe ich leider auch nicht. Also ich habe das öfters, dass Leute entweder rausfliegen oder rausgehen. Ich möchte natürlich jetzt niemanden jetzt hier ankreiden. Ja gut, damit ist das Spiel verloren. Schade. Lief eigentlich, also für mich persönlich jetzt ganz gut, fand ich. Ja, mal einen kurzen Eindruck zu Smite. Leider eine Niederlage, aber andermal werden wir gewinnen. So. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt eure Kommentare unten gerne rein. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, bleibt fit, euer Marcel.